herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute gibt es einen selbstgemachten Frischkäse aus dem Thermomix mit nur 4 Zutaten. Ja, es ist ein wirklich schnelles und leckeres Rezept und ich zeige euch auch noch, wie ihr aus diesem Naturfrischkäse einen Kräuterfrischkäse zubereiten könnt. Und das Tolle daran ist, wir wissen genau, welche Zutaten drin sind. Ja, und jetzt blende ich euch mal ein, welche Zutaten wir heute brauchen. Mit der Haltbarkeit dieses selbstgemachten Frischkäse handhabe ich es immer so. Ich schaue mir das Haltbarkeitsdatum meiner Zutaten an und die Zutat mit dem kürzesten Haltbarkeitsdatum, das merke ich mir. Und so lange lasse ich den Frischkäse eigentlich im Kühlschrank und verwende ihn, aber meistens ist er auch wirklich noch länger haltbar. Schaut einfach, riecht dran, schmeckt dran. Solange er noch gut schmeckt, ist er auch noch in Ordnung. Was ihr auch gut machen könnt, ihr könnt von diesem selber gemachten Frischkäse auch einfrieren. Holt ihn dann wieder raus, wenn ihr ihn braucht. Stellt ihn über Nacht in den Kühlschrank, dann taut er wieder auf und er schmeckt am nächsten Tag wie frisch gemacht. Also ist ein richtig tolles Rezept und jetzt lege ich mal los und rede nicht länger um den heißen Brei. Wir brauchen zum einen 250 Gramm weiche Butter in Stücken. Also rechtzeitig rausholen oder ihr könnt sie auch ganz kurz in die Mikrowelle stellen. Dann 500 Gramm Quark. Ich verwende jetzt einen Magerquark. Ihr könnt aber auch einen Quark mit 20% oder 40% wählen. Und 200 Gramm Schmand. Um den Frischkäse etwas zu würzen, verwende ich jetzt einen halben bis ein Dreiviertel Teelöffel Salz. Und das waren schon die 4 Zutaten. Also wie ihr seht, wirklich nicht viel. Jetzt können wir schon den Deckel aufsetzen und alles 6 Minuten bei 70 Grad auf der Stufe 4 schön aufschlagen. Und schon ist der Frischkäse fertig. Schaut mal. So sieht er jetzt aus. Er ist jetzt natürlich noch ein bisschen flüssig, aber schaut euch das an. Ist das nicht ein wahrer Genuss? Schon rein optisch. Ich meine, ihr könnt ihn nicht riechen. Ich rieche ihn jetzt auch. Er duftet wirklich schon so schön butterig, cremig, lecker. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Wie gesagt, er ist jetzt noch flüssig, aber er wird nachher richtig schön streichzart, wenn er abgekühlt ist. Und ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich möchte euch ja auch noch den Kräuterfrischkäse zeigen. Deswegen fülle ich jetzt einfach hier ungefähr die Hälfte in mein Schälchen. Einfach so Pi mal Daumen. Und verwende die andere Hälfte und mache damit mir jetzt ganz schnell und einfach meinen Kräuterfrischkäse. Einfach alles einmal runterschieben. Und dann gebe ich so ungefähr 2 Esslöffel Tiefkühlkräuter. Ihr könnt natürlich auch getrocknete Kräuter nehmen dazu. Ich habe jetzt hier einfach eine Tiefkühlmischung mit 8 Kräutern gewählt. Ihr könnt aber auch Gartenkräuter oder italienische Kräuter verwenden. Einfach das, was ihr eben gerne mögt. Und die geben wir jetzt dazu. Ihr könntet jetzt auch noch Knoblauch zum Beispiel mit reinpressen. Und jetzt werden die Kräuter einfach nur noch kurz, ich mache jetzt 10 Sekunden auf der Stufe 4, untergerührt. Und dann ist der Kräuterfrischkäse auch schon fertig. Hier haben wir ihn. Den fülle ich jetzt natürlich auch nochmal um und lasse ihn abkühlen. Wie gesagt, er wird nach dem Abkühlen noch fester. Also lasst ihn einfach etwas abkühlen, stellt ihn in den Kühlschrank und dann, hier seht ihr es schon, die Konsistenz hat sich schon etwas verändert und er ist noch nicht mal kalt. Ich melde mich gleich wieder, wenn alles schön abgekühlt ist und dann schauen wir uns nochmal die Konsistenz von dem selber gemachten Frischkäse an. Ja, da bin ich wieder. Hallo, es ist einige Zeit später. Ich wollte euch jetzt noch meinen fertigen Frischkäse zeigen.
Hier, seht mal, ihr könnt sehen, dass es sich etwas gesetzt hat. Die Konsistenz ist fest. Und jetzt zeige ich euch noch, wie cremig er ist. Passt auf, schaut euch das an. Könnt ihr das sehen? Wahnsinnig cremig. Eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Da kann man wirklich nicht meckern, oder? Was sagt ihr dazu? Genau das gleiche ist bei dem Kräuterfrischkäse der Fall. Ich zeige ihn euch nochmal. Hier, so sieht er aus. Meine Lieben, und jetzt bin ich wirklich sehr auf eure Meinung gespannt. Werdet ihr ihn ausprobieren? Werdet ihr ihn selber machen? Ihr wisst genau, welche Zutaten drin sind. Und er geht wirklich so schnell und einfach. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr ihn ausprobiert. Lasst mir dann wieder gerne Feedback in den Kommentaren da. Ich freue mich da immer sehr, von euch zu hören. Falls euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Lasst es euch gut schmecken. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!